Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elex. Ja, wir, also jetzt ist die Frage, haben wir überhaupt einen Bruder? Ich weiß es noch nicht so hundertprozentig. Jedenfalls haben wir jemanden, der mit uns zusammen bei den Alps aufgewachsen ist. Und wir wurden hier wahrscheinlich von unserem aktuellen Vater, also Ziehvater, einkassiert. Ich weiß nicht, warum wir hier einkassiert worden sind als Kinder. Wir waren ein freier Mensch, sind jetzt wieder ein freier Mensch. Und das sieht beeindruckend aus. Das muss ich mal sagen, das sieht beeindruckend aus. Und unser Vater, also ne, der vorgibt, unser Vater zu sein, der muss jetzt ein bisschen was erklären, glaube ich zumindest. Und damit er das tun kann, geht's erstmal wieder zurück. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wohin? Hä? Ich bin gerade wirklich... Hä? Da müssen wir hin. So. Ich war jetzt gerade voll ins Weg. Ja, der muss sich jetzt so uns erklären. Definitiv. Weil, ich befürchte ja, er ist nicht unser Vater. Ich meine, meine Theorie in der letzten Folge ist ja schon fast aufgegangen. Aber nur fast. Konnte ja keiner ahnen. Ich dachte, wir sind halt so ein Hybride, so ein Misch, ne? Also im Sinne von Alps und freier Mensch. Aber nee, wir sind freier Mensch. Und ja. Valek. Ich war im Fischerdorf in Edan, das du erwähntest. Dann verstehst du jetzt? Ich verstehe, dass Kallax und ich die Söhne von Berserkern sind, nicht deine. Ich verstehe, dass du unsere Eltern getötet und uns als deine Kinder in den Eispalast verschleppt hast. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum? Deine Mutter und ich konnten keine Kinder zeugen. Doch ich wollte nachkommen. Ich wollte, dass meine Dynastie die mächtigste aller Alps werden sollte. Und durch meinen Schachzug mit euch war ich am Ende auch erfolgreich. Sieh dir an, was aus euch geworden ist. Ihr seid heute die Speerspitze der Alparmee. Du meinst, wir waren es. Deine Bastarde versuchen sich gerade gegenseitig zu töten. Ja, ich weiß. Einiges ist mir etwas aus den Händen geglitten. So, warte mal. So nennst du das? Du Schwein hast unser Leben zerstört? Alp? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du mir das alles in deinem aktuellen Zustand erzählst? Die Vergangenheit ist irrelevant. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir weitermachen. Kältewert zu niedrig. Okay, also das kann ich definitiv nicht machen. Das ist entsprechend, aber ich denke mal, das ist, glaube ich, der bessere. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du mir das alles in deinem aktuellen Zustand erzählst? Ich bereue nicht, dass ich euch zu großen Männern ausgebildet habe. Ich sehe doch, wen ich da erschaffen habe. Allerdings... hätte ich dir das alles schon lange sagen müssen. Ja. Vielleicht wären wir dann heute nicht hier, sondern immer noch in den Hallen des Eispalastes. Wie auch immer, das ist es jedenfalls, womit du Kallax anlocken kannst. Niemand im Eispalast wird auf einen Mann hören, dessen Wurzeln beim Erzfeind zu finden sind. Wenn du ihn androhst, das im Eispalast publik zu machen... wirst du seine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Nur Geduld. Der Tag wird kommen, an dem du weißt, an welchem Ort du Kallax stellen kannst. Okay, der Torwächter Kaya. Du verehrst mich wieder. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Ah, das dauert nicht mehr lange. Dann ist sie auf meiner Seite, oder? Das wär's ja. Das wär's ja. Gut, stapft hier wieder was, oder? Gefährliche Gegend. Ja, ich guck gerade, ob hier was stapft, aber es sieht nicht so aus. Da hinten was. Okay. Der Torwächter, Thorald, im Verborgenen. Ich weiß noch nicht, an welchen geeigneten Ort ich Kallax treffen könnte. Aber ich mach hier mal... Ach, ich kann die gar nicht. Ich kann die Quest gar nicht auswählen. Ich kann sie gar nicht auswählen. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal unseren Reaktor fertig. Also hier unser Gleiter. Mit dem Reaktor, den wir vor zwei, drei Folgen gefunden haben. Lalalala.
La 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 la. Hey, hör mal. Ja? Ich habe gehört, dass eine Herde Mutanten an der Grenze von Xakor gesichtet wurde. Wo genau? Gerüchten zufolge sind im Grenzgebiet zu Xakor zwei gewaltige Zyklopen aufgetaucht. Hm. Offenbar will da jemand den Pass im Westen sichern. Mutanten sind unkontrollierbar. Wer weiß, was diese Biester vorhaben. Zardom. Also, ich wäre bereit für ein kleines Gemetzel. Wie steht's mit dir? Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. So, wir müssen nach oben. Ray, wie sieht's bei dir aus eigentlich? Okay. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, ist unser Gleiter immer noch durchsichtig? Also, dass das hier der Fall ist, finde ich sehr traurig. Eigentlich ganz nett hier. Ja, das finde ich wirklich sehr traurig, dass man da durch kann. Ich habe eine passende Reaktorspule für den Gleiter gefunden. Hey, das ist... Ja, das grenzt an ein Wunder. Naja, fast. Ich mache mich sofort an die Arbeit und baue das Ding ein. Super. Oh, oh. Flashback? Uiuiui. Psst, 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 psst. So, da sind wir. Sieht ganz so aus, als hätte ich in der letzten Schlacht wesentlich mehr tödliche Treffer erzielt als du. Fängst du jetzt damit an, die freien Menschen zu schonen? Wie oft waren wir jetzt schon gemeinsam auf der Jagd, bei der ich klar der Bessere von uns beiden war? Du wirst schwach, Jax. Ein inakzeptables Verhalten. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man vermuten, du hättest deine Elex-Rationen abgesetzt. Sind das etwa erste Anzeichen von Emotionen für die freien Menschen? Sprich nicht so mit deinem Bruder. Deine Familie war stets über jeden Zweifel erhaben, Kallax. Die Order des Hybriden war mehr als eindeutig. Kampf dem Verrat. Keine Macht den Separatisten. Bei ersten Anzeichen von Emotionen innerhalb der Armee muss Meldung gemacht werden. Familie oder nicht. Du weißt selbst, dass wir wachsam sein sollen, Vater. Ja, und wir werden sie befolgen. Doch du hörst jetzt auf, an der falschen Stelle nach Verrätern zu suchen. Er tut nur seine Pflicht, Vater. So wie wir alle. Ja, unsere Pflicht. Doch am Ende müssen noch genug von uns da sein, damit diese Pflichten verrichtet werden können. Richtig. Denn man kann überall Verräter sehen. Naja, eine Sache macht mir aber immer noch Sorgen. Was denn? Was denn? Ich sag's dir, wenn ich mir sicher bin, okay? Oh. Je eher ich mich dran setze, umso schneller bin ich fertig. Du sagtest, die Reaktorspule ist im Eimer. Ja, verdammt. Das Ding hält keine 2 Kilometer mehr durch. Ich weiß, ich hätte sie schon früher auswechseln sollen. Sie hatte mir schon Probleme gemacht, als der Gleiter noch in Betrieb war. Wo sollen wir denn jetzt eine Reaktorspule X48 herkriegen? Hab ich doch schon. Diese Dinger sind verdammt selten. Hab ich doch schon. Kaya. Also, okay, nichts weiter. Ja, also das finde ich hier... Guck mal, da denkst du, oh, jetzt stelle ich mich oben drauf und dann... Oh. Unschön. Das ist wirklich unschön. Habe ich schon erwähnt, dass ich das seltsam finde, dass es bis aktuell nicht gefixt wurde, dass das Ding, ja... Ich meine, dann hätte man es wenigstens machen können, dass man hier nicht runterlaufen kann, ja? Ich denke mal, es hat schon einen Grund, dass man es gemacht hat, aber... irgendwie erschließt sich der mir nicht. So, was wollte Nesty eigentlich? Gefährten. Mehr als nur Freunde. So, pass mal auf. Kaya, du bleibst mal jetzt kurz stehen hier. So. Wir gucken mal, ob das, was Nesty da vorhat, auch das ist, was wir vorhaben können. Komm mal her. Ja. Was? Okay, gehen wir auf Zyklopenjagd. Nichts lieber als das. Komm mit. Muss das wieder in so ein Schnee sein? Tja, scheint so, als würden die Gerüchte stimmen. 2 fette Zyklopen. Komm schon,
Die stehen da wie auf dem Präsentierteller. Ja, ja. Warte mal, wir sollten uns erst einmal... Ich will nicht warten. Holen wir uns diese Höllenmaschine. Oh. Das Scheißvieh sucht Ärger. Den letzten beißen die Hunde. Die rennt jetzt nicht wirklich da rein, oder? Jetzt kommt Hicken. Bleib doch mal stehen. Jetzt kommen die Dicken. Toll. Super gemacht, Dusty. Schnell, 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 schnell. Och, komm hier. Oh, 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 oh. Vielleicht sollte ich dann noch ein bisschen Heilung hochfahren, hä? Das Scheißvieh sucht Ärger. So, komm. Das Problem ist, wir kriegen nicht unterbrochen. Komm, trink. Ja, 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 ja. Ach komm. So, komm, Nesti. Lass uns nicht warten. Nesti. Komm, komm, komm. Sehr gut. Jawohl. Der ist weg. Nein, noch nicht ganz. Jawohl. Oh. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Falscher Trank, aber ist egal. So, einen haben wir nämlich schon. So, letztendlich sind sie Opfer ihrer eigenen Wegfindungsroutine. Huch, da drüber hinaus. Oh, ich bin wieder unten, mein Freund. Jawohl. Ja, ja, ja. Ach, Mensch, ey. So, komm, ein Stück Suppe. Na, 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 na. Komm, komm. Ach, wisst ihr was jetzt? Ey?
wird doch Zeit. So. Oh, was ist mit Nesti? Die ist jetzt aber nicht tot, oder? Hallo. Meine Knochen. Gibt es eigentlich niemanden, der mich richtig herausfordern kann? Wer hat die gelegen? Müde, weißt du das? Sagt derjenige, der sich mit dem gesamten Eispalast angelegt hat. Ja und? Warum tust du so etwas? Du gefährdest unser Leben mit so einem Verhalten. Und wenn schon, für meinen Geschmack bist du viel zu zimperlich. Wir verschwenden unsere Zeit mit Nichtigkeiten. Wann kommt denn endlich der große Bums, den du mir versprochen hast? Es gibt einen Unterschied zwischen Effektivität und Größenwahn. Wenn ich mal viel Zeit habe, könnte ich ihn dir erklären. Mach, was du willst. Ich werde jedenfalls weiter nach einem würdigen Gegner für mich Ausschau halten. Und entweder du bist dann dabei oder eben nicht. So, und jetzt beenden wir das hier. Sonst könnte es passieren, dass ich dir einen über deinen Schädel ziehe. Wow, 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 wow. Alles okay? Könnte besser sein. Endlich zeigen sich die Eisklötze. Jetzt bloß keine Angst zeigen. Die ist ein bisschen seltsam drauf. Haut sie jetzt ab? Oder kommt sie jetzt hier rum? Ja, sie kommt jetzt rum, okay. Wo sind wir eigentlich hier gerade? Ach, hier sind wir. Ich dachte schon. Achso, und die müssen wir hier oben noch machen, ne? Die da, die Bienen. Die stehen uns doch vor. Was haben wir denn hier? Schrott? Kalans Hammer. Und hier? Okay. Nehmen wir auch mit. Ist jetzt auch nichts. Was war denn da eben gerade? Trockenfleisch, okay. Gut, kommst du jetzt, oder? Mitkommen. Gut. Okay, jetzt wird's lustig. Yeah. Absolut. Nicht. Ram. Was, der ist schon tot? Was ist hier passiert? Warum ist er schon tot? Da ist wer auf Ärger aus. Boah, ey, bei dem ganzen Schnee kann man überhaupt nichts erkennen. Oh, warte mal, da hinten ist noch ein Dicker. Mal speichern? Oder? Was ist denn das für ein Dicker? Ein Moloch. Jawohl. Moloch hin, Moloch her. Hier waren wir... Doch, hier waren wir schon, aber wahrscheinlich wieder vorbeigelaufen, ne? Definitiv. Huch. Hab dich. Ach, komm. Wenn erstmal eine Kampffolge drin ist, ja. Au, au, au. Uiuiuiuiui. Okay. Puh. So, dann nehmen wir einmal den. Da haben wir aber viel Lebenstrank hier. Heilmittel gelassen. Verdammt ich. Aber nur gut. Och nee. Hier ist aber auch echt alles vertreten. Warum ist hier alles vertreten? Aber den machen wir auch noch. Komm her. So. Haben wir den getriggert oder? Huch.
Hui! Jawohl. Da liegt noch was. Gerade mitten im Kampfesgetümmel noch gesehen. Halt. Da war das schon wieder. Achso. Was machst du denn? Von wegen gewachsen. Machst ja gar nichts. Ja. Super. Naja, machen wir hin. Was? Kommt da wer? Nö. Manchmal gibt es immer so eine Nebengeräusche, ja, wenn die NPCs hier mitlaufen, die Begleiter. Da unten sind ein paar Dings hier. Komm gerade nicht auf den Namen. Da. Krug. Jetzt müssen wir aber aufpassen hier. Oh, aufpassen, nicht hochklettern. Da sind ja noch ein paar. Ah, wir wurden gesehen. Wir wurden gesehen. Nein. Okay. Hashi. Hashi. Huch. Nein. Ich will die Leiche hier. Da. So, und dann sind hier drüben noch welche. Ach komm, die machen wir jetzt gleich mit hier. Oh ja. Ui. Von hinten, von hinten. Von hinten ist scheiße. Mann, 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 Mann. Okay. So, dann stellen wir uns hier hin. Und dann machen wir hier ein Folgenpäuschen, Aufnahmepäuschen. Und ich werde mich jetzt hinlegen und auskurieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox. Ey, so. Euer Firefox.